Hier der Tempel der Gaumenfreuden und hier ist Harrys Beobachtungsstadt. Der Herr Sandmann möchte, dass vorab in diesem Gourmet-Magazin du erscheinst mit einer Kritik. Ja. Ja. Soweit er mich informiert hat, wollte er dir jetzt mitteilen, was das für ein Lokal ist. Das habe ich jetzt kennengelernt. Ich habe da. Das ist vis-à-vis. Ja, das ist das Ding da, diese Watte, die kleine Speisesaal. Und? Ich habe einen Toast gegessen und der war so einen guten Salatdressing drauf. Da habe ich gesagt, Moment mal, ich muss diesen Salatdressing haben. Und da habe ich mir. Oh komm. Da habe ich mir das Rezept geben lassen. Das ist wahr. Ja. Ich allerdings habe ganz schlechte Erfahrungen gemacht damit. Ich hatte mir total den Magen verkorkst, ne? Das kann ich überhaupt nicht sagen. Also fast wie eine kleine Lebensmittelvergiftung. Da habe ich gedacht, das kann überhaupt nicht sein. Sofort habe ich mir natürlich eine Videokamera besorgt. Ne? Was hast du denn dann? Ich habe, ja, das musst du sehen, ehrlich. Das glaubst du nicht. Das ist ja direkt hier gegenüber, ne? Das kann ich dir erklären, was da gemacht wird. Was denn? Der bringt Essig. Oder halt, nein, stopp, das ist Rotwein. Also das ist schon spannend, was da passiert. Ich habe noch nie gesehen, dass Wein so angeliefert wird. Das ist natürlich total mies aufgenommen, aber siehst du das? Ja, das ist da genau der Einfall. Und das war Lieferfahrzeug Nummer 2. Das reicht für den ganzen Zwinger, ne? Pass mal auf, weißt du was? Jetzt zeig ich dir mal. Guck mal hier. Hier ist die Küche. Ja. Da kannst du natürlich wunderschön reingucken. Ne? Guck doch mal bitte da durch, ob du da was siehst. So schön versteckt. Aber guck mal da, du siehst das da noch besser. Siehst du das? Ja, das ist ein frischer Salat. Das ist ja nichts mehr. Die putzten, oder nicht? Ich habe gesehen, dass aus dem Mülleimer Salat wurde, um Schnittchen zu machen. Ach komm. Also das glaube ich nicht. Jetzt komme ich da runter. Harry, ich bestelle jetzt da unten was zu essen. Und ich rufe dich an von da unten aus und du sagst mir, was du siehst. Ja, in Schwabing gibt es Kneipen, die muss ganz was Besonderes sein. Da lassen solche Leibe die und nie erst gar nicht nein, Chicaria. Hey, Lieben. Ja, Harry. Ja. Sag mal, hast du einen Blick auf beide Fenster? Ja, ich hoffe doch. Das ist ja alles zum Allerfeinsten. Okay, was machen Sie da? Was machen Sie denn da? Ja, ich fülle Flaschen Wein. Warte mal. Jetzt kommt's. Ach, die etikettiert frisch. Nach dem Motto, heute noch ein Landwein und sofort ein Grand Cru. Und die korken die Flaschen selbst, die haben eine Korkmaschine. Nee. Ich glaube, das machen die alles mit einem offenen Fenster, das hält's nicht aus. Jetzt ist wieder die Hundefutterdosen dran, das ist geil. Billig, leichter und lecker. Spannend. Wo kommt das zu was? Worauf machst du das rein? Auf deine Canapés. Ich wünsche dir einen guten Appetit, Ismail. Ihr kommt jetzt mit meinen beiden Flaschen noch und dann bin ich sofort da. Aha, jetzt wird hier geklingelt an der Tür. So, wieder schauen. So, okay, bitte schön, wieder schauen. Danke. Guten Tag, kommen Sie ran. Entschuldigen Sie, dass ich so spät dran bin. Das macht nichts. Wo ist denn Ismene? Ismene ist gegenüber, wir haben gerade was entdeckt. Ja? Gegenüber, ich glaube, ich spinne. Erzählen Sie. Wir schauen jetzt da in die Küche von gegenüber. Ja? Und wenn ich jetzt mal, wenn Sie mal auf den Bildschirm achten. Ja? Jetzt schwenke ich mal hier gegenüber also auf ein anderes Fenster. Ja. Und. Ja. Das gibt's. Das ist ja nicht so.
Ich muss die ganze Zeit zuschauen, wie der hier draußen Salatblätter holt aus dem Mülleimer, um Salat zu machen. Mini, grüß Sie. Ich hab's doch noch geschafft. Na, ich sehe das da gerade. Es ist ja nicht zu glauben. Also jetzt guck ich. Komm, neue glückliche Gäste. Komm mal. Nein. Oh, guten Appetit. Was? Onkel Jürgen. Jürgen dreht sich da drin. Ach, du Schreck. Ja, hör mal. Wie, der ist jetzt da? Sag mal, hast du die Nummer? Ist das die Nummer? Der ist jetzt da. Ja, ich muss mal gucken. Ja, hallo, hier spricht Harry Weinfurt. Sagen Sie mal, ist der Herr Dresch inzwischen schon eingetroffen? Darf ich mal kurz ein Telefon haben, bitte? Telefon? Ja, Herr Weinfurt. Jürgen Dresch? Servus, hier spricht Harry Weinfurt. Harry? Ja, ich bin zufälligerweise hier ganz in der Nähe und ich habe dich gerade reingehen sehen. Du hast mich gerade reingesehen? Ja, dann komm mal rein. Nein, ich komme nicht rein, aber ess da bitte nicht. Ess in dem Lokal bitte nicht. Du, Harry, ist nicht das erste Mal, dass ich hier bin. Ja, aber wenn du weißt, was ich weiß, bist du das letzte Mal dort. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Hast du schon mal Hundefutter gegessen? Bitte was? Hast du schon mal Hundefutter gegessen? Ich sitze hier und beobachte die Küche. Und die haben aus so 10 Kilo Dosen Hundefutter, haben sie die Sandwiches bestrichen. Ich meine, bist du ein bisschen tufte Tür? Das glaube ich jetzt nicht. Und diese Küche ist ein einziges Sauerhaufen. Wir holen Salatblätter aus dem Mülleimer raus. Ess da bitte nichts, trink ein Bier, da können Sie nichts falsch machen. Ah, jetzt wird hier geklingelt an der Tür. Ja. So. Du! Mit besten Empfehlungen von unserem Chefkoch.